Unter Zeiten. Das Perfekt und das Imperfekt tranken Sekt. Sie stießen aufs Futurum an. Was man wohl gelten lassen kann. Plusquamper und Exaktfutur grinsten. Vielen Dank. Yeah.
August Eberling, dessen Namen die Bayerische Theaterakademie ja mit Scholz trägt, bekannte vor über 30 Jahren in einem Gespräch: Ich träume von einer Akademie der darstellenden Kunst, in der alles gelehrt und gelernt werden kann, was an der Kunst lehr- und lernbar ist. Nach über 10 Jahren des Arbeitens für diesen Traum, 1993, vor 20 Jahren also, realisierte der Freistaat Bayern diese Antizipation Eberlings und gründete die Bayerische Theaterakademie. Jede Gestalt hat sich herausgebildet eines Lehr- und Lerntheaters. Ein Ort der theatralen Künste, an dem unterschiedliche Studiengänge sich produktiv aufeinander beziehend, an dem diese Studiengänge an einer Kunstform arbeiten, die ihre Darstellung in kommunikativer und kollektiver Ästhetik findet. Weil das Selbstverständnis der Theaterakademie damit beschrieben werden kann, hat uns die jüngste Auszeichnung der Juroren des 31. Bayerischen Theatertage hat uns diese Auszeichnung besonders gefreut, nämlich die Produktion Malinche, eine interdisziplinäre studentische Initiative in Eigenverantwortlichkeit in dieser Akademie-Reihe, die wir aufgelegt haben vor einigen Jahren, Eigenarten. Diese Produktion Malinche wurde der Preis für das herausragendste Theaterkollektiv zugesprochen. Das ist natürlich etwas, was auf die Gesamtakademie das Licht wirft. Und wir haben genau aus diesem Grunde eine besondere Freude an diesem Preis. Als wir vor anderthalb Jahren begannen, darüber nachzudenken, wie wir dieses Jubiläum gestalten wollen, wurde sehr, sehr bald deutlich, dass dieser Tag zum Zentrum haben soll, ein Treffen, eine Begegnung der Studierenden und jener, die diese Akademie bereits verlassen haben, die Absolventen unserer Akademie. Ein Tag des Erfahrungsaustausches, der Anregung und des Diskurses über die Entwicklung der Akademie, über die notwendigen Veränderungen angesichts der sich rasant verändernden gesellschaftspolitischen und auch sozialen Bedingungen und der damit verbundenen ästhetischen Ausdrucksformen. Natürlich, nicht zuletzt, natürlich auch Gespräche über die Berufserfahrungen und über die Zukunft der theatralen Künste. Von 750 erreichten Alumni dank der Adressenspürsuche von Frau Steiner, es war eine Sisyphusarbeit, sind heute 250 unter uns. Diese besondere Verbundenheit mit ihrem ehemaligen Ausbildungsinstitut zeigt, dass die Theaterakademie auch künstlerische Heimat bleibt. Künstlerische Heimat bleibt sie bestimmt auch für Herrn Professor Cornel Franz, der im September ein Emeritus sein wird. Professor Franz hat über 26 Jahre, also 6 Jahre länger als diese Akademie existiert, an der Hochschule für Musik und Theater Regie unterrichtet. Und er hört jetzt mit Ende dieses Studienjahres auf. Ich möchte Cornel Franz ganz, ganz herzlich danken. Er kann im Moment nicht unter uns sein, er kommt aber noch. Trotzdem möchte ich ihm an dieser Stelle für diese Arbeit ganz, ganz herzlich danken. Diese Arbeit, die eine Reihe von wirklich wunderbaren Künstlerinnen und Künstlern sowohl im Musiktheaterbereich der Regie als auch im Bereich der Schauspielregie hervorgebracht hat. Lieber Cornel, wir wünschen dir dann alles, alles Gute, aber ich denke, Cornel Franz wird hoffentlich auch weiterhin
einige Projekte mit uns zusammen machen. Wenn ich nun am Ende meiner Begrüßung Dank sagen will, so gilt dies zuvörderst dem Freistaat Bayern und dem Staatsministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst, die nämlich diese künstlerische Ausbildung ermöglichen, in jener Kontinuität und Stabilität, die die Auseinandersetzung mit unseren Künsten nun mal braucht. Das Selbstverständnis, mit dem Sie diese Akademie finanzieren, spricht für ein gemeinsames Wissen, das eine profunde Ausbildung für das Theater jenen kulturell-gesellschaftlichen Raum bewahren kann, der den gemeinsamen Diskurs über die Vergegenwärtigung des Vergangenen in den Entwürfen für eine Zukunft wach hält. Danke. A simple choice, nothing more. This or that, either or. Merry well, social world, businessman, clever girl. Or in my future, on a boy I love. What kind of life am I dreaming of? I say, gimme, gimme. Gimme, gimme. Gimme, gimme. That thing called love. I want it. Institutionen, der experimentiert und ausprobiert werden darf. Sie gibt dem Münchner Theaterleben immer wieder frische Impulse. Die über 200 jungen Menschen geben diesen einzigartigen Theater aus der Zeit um 1900, der ja auch durch August Everding wieder zum Leben erweckt wurde, geben diesem Theater ein menschliches Gesicht, eine kreative Gestalt und eine lebendige Energie. Und wer immer meinte, Schauspielerei im weitesten Sinne sei etwas Lockeres
Da lernt man, wenn man hinter die Kulissen blickt, welche harte Arbeit hier dem Erfolg zugrunde liegt. Und ob es ein Erfolg wird, das ist ja noch gar nicht immer gesagt. Und es sind nicht nur die Schauspieler, es sind natürlich die Kostümbildner zum Beispiel, es sind die Dramaturgen und es sind die Visagisten. Das habe ich sehr intensiv gelernt. Welches geschissene Arschloch hat das Bier bestellt? Das ist nicht gleich sagen Alkohol.
Ich muss ganz kurz sagen, bei der Taxifahrt hierher hat mich mein Taxifahrer darüber aufgeklärt, wie schwierig es ist, eine Rede zu halten und ob ich nicht Angst hätte, heute zu stottern. Ja. Ich habe mir auch versucht aufzuschreiben, wie die ganzen offiziellen Begrüßungen sind. Ich weiß es nicht und es wurden ja auch schon alle begrüßt, deswegen nimmt es mir hoffentlich keiner übel, wenn ich sage, sehr verehrte Party-People, liebe Freunde. Über die handwerkliche Ausbildung an der Akademie kann ich kein einziges böses Wort sagen und ich werde mich heute gerne mit jedem schlagen, der das Gegenteil behauptet. Deswegen habe ich mir überlegt, ich berichte ein bisschen über die emotionalen Vorgänge. Michael Haneke hat einmal etwas geschrieben, was mir sehr geholfen hat zu begreifen, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Und ich dachte, ich versuche mal diesen Satz auf die Akademiezeit anzuwenden. Er sagte, die Familie ist ein Eimer Scheiße, der einem übergestülpt wird und dann das ganze Leben lang an dir heruntertropft. Nun gehört die Zeit der Akademie zu den glücklichsten Jahren meines Lebens und es würde mir, wirklich, ich meine das ganz ernst, es liegt mir nichts ferner als menschliche Fäkalien und die Akademie zusammen in einem Satz zu erwähnen, aber als sinnlicher Schauspieler mag ich irgendwie dieses Bild der komischen Viskosität, dieses Heimatinhalts. Auch ist die Aufnahme in die Akademie ja kein unfreiwilliges Übergossenwerden mit weichem Ausfluss, sondern es ist ein harter Prozess, für den wir uns alle entschieden haben, für den wir gekämpft haben. Also hakt Haneke hier erneut. Damit wäre wohl bewiesen, dass ich ein Zitat rausgesucht habe, das nicht nur nicht wirklich passt, sondern überdies auch geschmacklos ist. Aber erstens ist guter Geschmack bekanntlich der Tod der Kunst und zweitens sind wir bitte schön Hochschulabsolventen und müssen ja nicht bei einer unkommoden Metapher sofort intellektuell am Limit segeln. Also schauen wir weiter auf den Haneke und wir finden prompt eine inhaltliche Äquivalenz. Genau wie man meistens nur in einer Familie aufgewachsen ist, so hat man meistens nur eine Theaterschule besucht. Und vollkommen egal, ob wir nun ein gutes oder ein seltsames Verhältnis zu unserer Familie haben, das waren die Menschen, die uns sozialisiert haben. Und diese Beziehung zu unseren Eltern prägt, das hat schon Funky Freud gewusst, unser Verhalten und unsere zwischenmenschlichen Fähigkeiten mehr als unsere Gene, unsere Schulbildung oder die Beziehungen, die wir führen. Nun, und hier hakt es wieder, waren wir ja keine Kleinkinder, die hierher kamen, sondern ausgewachsene Neurotiker, Kontrollsüchtlinge, Schwerelöter, Chaoten, verballerte Spinner, kurz junge Künstlerinnen und Künstler. Und unser akademisch-familiäres Umfeld hat uns zwar nicht das Gehen beigebracht oder die Windeln gewechselt, aber es hat uns alle, die wir heute hier sind, durch unsere künstlerische Pubertät begleitet. Es hat uns durch unseren Stimmbruch geführt, in die Täler, in denen wir unsere Körper hassen und wieder hinaus. Es hat uns beigebracht, die Schminke richtig aufzutragen, uns die geilsten Tanzmoves samt perfektem Lächeln eingetrichtert, uns gezeigt, wie wir unseren latenten Selbsthass in konstruktive Kulturkritikfähigkeit umleiten. Hat mit engelsgleicher Geduld zugelassen, dass wir unsere regisseuralen Allmachtsfantasien ausleben. Uns erlaubt, die Bühne unseres Zimmers immer wieder aufs Neue einzurichten. Aus uns introvertierten Besserwissern große dramaturgische Denker, Helfer und Planer gemacht, hat uns die Freiheit gelassen, herauszufinden, wie wir damit umgehen, wenn wir künstlerisch gesehen unsere Tage haben und so richtig unerträglich werden. Und uns erkennen lassen, dass Masturbation zwar ganz schön ist, aber Spielen im Team nun mal das wirklich Geile. Diese Räume hier haben uns öfter arbeiten, kämpfen, weinen, lieben, trinken und Vögeln sehen als die Häuser unserer Eltern. Und was ist das bitte, wenn nicht Heimat? Und da kommen wir auch zu einem weiteren Unterschied zwischen Familie und Akademie. Wenn unsere Eltern mit uns alles richtig gemacht hätten, wären zumindest die meisten aus der Schauspielabteilung heute nicht hier. Fakt ist, unsere Eltern waren oft genug mehr mit sich beschäftigt, als das Beste für unsere Erziehung zu tun. Aber die Menschen, die hier für uns da waren, haben immer ihr Möglichstes getan, damit wir das alles haben durften. Ich spreche von den großartigen Männern und Frauen in der Leitung, der Verwaltung, dem KBB, der Technik, der Ausstattung, Beleuchtung und in allen anderen Gewerken.
die uns mit so einer umwerfenden Hilfsbereitschaft unterstützt haben, wie ich sie mir von den Theatern, in denen ich bisher war, manchmal sehr wünschen würde. Und ich spreche von den Dozenten, die alles gegeben haben, um uns die Bausteinchen zu geben, aus denen wir heute gemacht sind. Nun, Moment. Nun ist manchmal für manche das Beste nicht gut genug oder was dem anderen hilft, schadet der einen vielleicht. Aber von den vielen Lehrkräften, die ich in den unterschiedlichen Bereichen hier kennengelernt habe, war kein einziger ein bösartiger Mensch. Und auch das ist sehr, sehr rar in der Theaterlandschaft. Und mit Sicherheit, das kann ich auch selbst, den Schuh ziehe ich mir auch gerne selbst an, mit Sicherheit haben wir Ihnen in unserer kolossalen Selbsteingenommenheit öfter Unrecht getan als Sie uns. Vielen Dank. Und ob die Akademieprägung tatsächlich das ganze Leben lang an uns heruntertropfen wird, weiß ich nicht. Immerhin gibt es nicht wenige, die andere Berufswege eingeschlagen haben, als sie hier erlernt hatten. Und manche distanzieren sich auch von ihren Erlebnissen hier. Doch dass heute so viele Menschen hergekommen sind, zeigt doch, dass uns die durchlebte Zeit auch noch nach vielen Jahren etwas bedeutet. Nun hat die Akademie ihre Pubertät auch überstanden und ist auf dem besten Weg, eine erwachsene Schule zu sein. Und wir feiern heute ihr Jubiläum. Doch wenn wir ehrlich sind, feiern wir nicht die Institutionen, sondern die Menschen, die wir hier geworden sind und vor allem die Kollegen, Mentoren, talentierten Rohdiamanten und Freunde, denen wir hier begegnen durften. Auf dass die wirklich herausragende bayerische Kunst- und Kulturförderung weiter besteht und noch viele, viele tausend weitere Studentinnen und Studenten den Kampf und das Glück, das wir erlebt haben, auch erleben dürfen. Lasst uns heute eine komatöse Oldschool-Akademie feiern. Vielen Dank. Liebe Akademie, denn dir soll und möchte ich ja nun eigentlich gratulieren, und zwar zu deinem 20. Geburtstag. Du bist uns allen lieb und wert, und dass ich heute hier sprechen darf als Studentin an diesem Haus, als Studentin der Dramaturgie, freut mich besonders. Was verbindet mich mit dir, liebe Akademie? Was möchte ich dir sagen? Für was danken? Was dir vielleicht auf den Weg geben? Die Idee, die hier verwirklicht wird, Tag um Tag durch jeden von uns, ist eine durchaus einzigartige, wie ich denke. Ein Lehr- und Lerntheater wollen wir sein. Theater, das ist für mich der Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist der Mut, an die Kraft der Auseinandersetzung zu glauben. Das ist stets ein neues Versuchen, stets die Gefahr zu scheitern. In jedem Fall eine große Aufgabe. Und es ist das gemeinsame Tun, das uns hier verbindet. Theater, sagt die Wissenschaft gerne, ist die Kopräsenz, die leibliche Kopräsenz von Akteuren und Zuschauern. In unserem Fall etwas präzisiert, die Kopräsenz von Lehrenden und Studierenden, die wir gemeinsam Lehrende und Lernende sein wollen. Denn wie kann man Theater sonst lernen? Wie kann man Theater lehren? Im Ausprobieren, im Austauschen von Ideen und dann, und das vor allem, in der Umsetzung. Und genau diesen Rahmen bietet uns diese Akademie. Und dazu möchte ich ihr herzlich gratulieren. Eine Institution zu gratulieren, liefe ins Leere, wären da nicht all diese Menschen, die diese schönen Räumlichkeiten mit Leben, mit ihrem Leben erfüllen. Und an all diese geht mein ganz herzlicher Dank. Was habe ich bis hierher lernen können an diesem Haus? Meine besten Erinnerungen habe ich an die gemeinsamen Seminare, an Exkursionen, an Gespräche, an Diskussionen und Projektarbeit. Ich werde sicherlich nie vergessen, wie wir mit Ihnen, lieber Herr Zehl, eine intensive Woche in der Toskana verbrachten, von morgens bis abends über Heiner Müller, Gott und die Welt diskutierten und die Gespräche auch an der großen Tafel im Garten beim gemeinsamen Essen nicht abrissen. Oder Fahrten zum Theatertreffen nach Berlin, zahlreiche Akademietage, die wir gemeinsam begehen und feiern konnten. Ich glaube, es war mein erster oder wenn nicht überhaupt der erste Akademietag, als Herr Professor Spitze hier gewesen ist und uns erklärte, wie eine Synapse funktioniert. Die Nervenautobahn, die sich durch ständiges Wiederholen selbst aufbaut, das ist Lernen, sagte er, wenn ich mich recht erinnere. Da war der Workshop zu Ligetis Oper Le Grand Macabre, den wir im Dezember des
letzten Jahres mit dem Dirigenten Michael Boder gemeinsam gestalten und erleben konnten. Was ich dabei vor allem gelernt habe, ist der unverstellte Blick auf die Dinge. Das ehrliche und offene Herantreten an diese Dinge, sei es eine Partitur, sei es ein Worttext, ein Bild, ein Film, eine Inszenierung. Ich denke an das letzte Projekt, das ich hier an diesem Haus dramaturgisch und nicht nur dramaturgisch begleiten durfte. Johann Simon Mayrs Oper Adelasia et Adelamo im Februar dieses Jahres im Großen Haus. Wir haben gerade ein Stück daraus gehört. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wahrscheinlich hat es keiner gehört, außer mir. Sie bestimmt, natürlich. Und wenn plötzlich im Rahmen einer Produktion ein Zuggeist hier eintritt, der berühmte Synergieeffekt sich einstellt, dann ist schon so viel erreicht. Dann ist es wirklich das Theater, das uns lehrt und von dem wir lernen. In der Zusammenarbeit mit dem Regie-Team, in der Zusammenarbeit mit allen Abteilungen in diesem Haus, dieses Hauses, ein Gastspiel am Theater Ingolstadt. Diese Echtbedingungen stellen uns mitunter natürlich vor Zwänge, denen man sich möglicherweise zunächst ungern aussetzt. Aber genau das ist essentieller Teil unseres Lernens. Ich bin dankbar für die Freundschaften, die ich hier geschlossen habe. Für die nicht nur, aber auch künstlerischen Beziehungen, die sich hier knüpfen lassen. Für die Möglichkeit, Dinge zu erproben. Ich habe gelernt, mich Herausforderungen zu stellen. Was ich mir wünsche, was ich dir wünsche, liebe Akademie, hier finden sich so unterschiedliche Menschen zusammen. Ich wünsche dir, dass du dieser Aufgabe gerecht sein kannst, diese Individuen als solche ernst zu nehmen und in ihrer Individualität zu unterstützen. Ich wünsche dir auch, den Umgang mit dem Scheitern nicht auszuklammern, sondern auch das als Teil dessen wahrzunehmen, was wir tun. Ein Gedanke kann einmal nicht zum Ziel führen, ein Konzept einmal nicht aufgehen. Ich erachte es als Bestandteil einer gelungenen Ausbildung, die uns nicht nur zu eloquenten Dramaturgen, gewitzten Regisseuren, erfolgreichen Darstellern und Künstlern erziehen soll, sondern uns auch menschlich weiter formen und stärken möge. Wie es der Theaterdirektor Serlo in Goethes Wilhelm Meister so schön auf den Punkt bringt: Man sollte jeden Tag wenigstens ein kleines Lied haben, das haben wir jetzt schon, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, wenigstens einige vernünftige Worte sagen. Ich hoffe, dass mir Letzteres gelungen ist und wünsche Ihnen und uns allen einen weiteren interessanten Tag, ein fröhliches Feiern und 20, nein, viele, viele weitere Jahre Akademie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Berger, ein
Aufgabenbuschernis hilft in jedem Fall, ne? You get what you deserve. Wenn du es nicht verdienst, bist du selber schuld.